CDU-CSU-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es hätte mich ja auch gewundert, wenn wir heute eine Debatte über Gleichberechtigung und Gleichstellung gehalten hätten und nicht diese Polemik und diese Hetze, die wir von der AfD schon kennen. Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich gesehen habe, dass diese Partei eine Debatte beantragt mit der Überschrift Freiheit und Gleichheit von Frauen stärken. Eine Partei, die hier sitzt mit einem Männeranteil von 90%. Eine Partei, bei der die Frau in unserer Gesellschaft in erster Linie eine Funktion hat, nämlich für den Erhalt des Staatsvolkes zu sorgen, deren zentrale frauenpolitische Forderung im Wahlprogramm es ist, den angeblichen Genderwahn zu beenden, sowie dass Frau aus der Ministeriumsbezeichnung Ministerium für Frauen, Familie, Senioren und Jugend gleich rauszustreichen, weil man es ja umbenennen will, in Ministerium für Familie und Bevölkerungsentwicklung. Sonst haben Sie in Ihrem Wahlprogramm zum Thema Frauen nichts zu sagen. Wo sind denn die Fragen zum Thema Gewalt gegen Frauen? Wo sind Ihre Ansichten zum Thema Förderung von Frauen in Beruf und Gesellschaft? Diese Kollegen der AfD sind mit Sicherheit die Letzten, mit denen ich gerne für Frauen in unserer Gesellschaft kämpfen will. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, das ist ein wichtiges Thema. Und wir haben in unserem Land viel erreicht. Frauen entscheiden heute selbst über ihre Berufstätigkeit, über ihr Geld, über ihren Körper. Frauen, Paare entscheiden heute gemeinsam, wer wie viel erwerbs- und wer wie viel Familienarbeit übernimmt. Und zwar nach dem Grundsatz der Wahlfreiheit und nicht nach einer Ideologie, die das eine oder andere Modell besser findet. Und diese Wahlfreiheit und diese Gleichberechtigung, die sind ein hohes Gut. Und viele Frauen, die Sie als Feministinnen beschimpfen, haben Jahre dafür gekämpft, dass auch ihre Töchter diese Gleichberechtigung haben. Und deshalb müssen wir alle gemeinsam diese auch verteidigen. Wir müssen sie verteidigen, natürlich gegenüber Menschen, die aus religiösen oder kulturellen Gründen andere Frauen- und Familienbilder haben und diese anderen aufzwingen wollen. Ja, es leben in einer globalisierten Welt, in diesem Land Menschen, die unser Frauen- und Familienbild nicht teilen. Es gibt Menschen aus anderen Kulturkreisen, die der Meinung sind, dass Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind und dass der Mann der Frau etwas vorschreiben darf. Und an der Stelle sage ich ganz deutlich, das dürfen wir nicht akzeptieren. Es ist falsche Toleranz, wenn wir an diesem Punkt auch nur einen Millimeter nachgeben. In unserem Land sind Männer und Frauen gleichberechtigt. In unserem Land gibt man einer Frau die Hand. In unserem Land respektiert man Frauen auch als Vorgesetzte und Chefinnen. Und in unserem Land schreibt der Mann der Frau auch nicht vor, wie sie sich zu kleiden hat. Und das ist sicher für viele ein Lernprozess. Und wer nicht bereit ist, sich auf diesen Lernprozess einzulassen, der muss sich natürlich auch fragen oder von uns fragen lassen, ob er wirklich im richtigen Land ist, in dem er Zuflucht sucht. Wir müssen in dieser Sache hart sein und Haltung bewahren. Aber Pauschalierungen, Hetze, Diffamierungen, wie wir aus dieser Ecke unseres Hauses immer hören, das hilft nicht, sondern dient nur einem Zweck, übler politischer Polemik, übler Stimmungsmache, und damit helfen Sie keiner Frau. Die erreichte Gleichstellung müssen wir in Wahrheit nämlich auch verteidigen gegen Leute wie Sie, gegen Leute, ja, wer Frauen einzig und allein als Produzentinnen des eigenen Volkes betrachtet, wer die Unterstützungen von Alleinerziehenden kippen will, wer eine beliebte familienpolitische Leistung wie das Elterngeld gestern in der Debatte geißelt als Befriedigung von Kleinstinteressengruppen in einem sich nicht reproduzierenden Volk, nicht schlecht, der das traditionelle Familienbild als das einzig wahre und richtige Lebensmodell glorifiziert, der hat mit Wahlfreiheit und Gleichberechtigung wirklich nichts am Hut. Und das gilt umso mehr bei Fragen der sexuellen Selbstbestimmung. Frauen in unserem Land haben das Recht, Nein zu sagen. Und dass dieses Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und die Würde der Frau nicht angetastet wird, dafür müssen unsere Gesellschaft, uns und unser Rechtsstaat sorgen.
Und es macht für eine Frau keinen Unterschied, ob diese Rechte von Deutschen oder Nicht-Deutschen, von Vorgesetzten oder Partnern, von Priestern oder sonst irgendwem verletzt werden. Und deshalb ist es eine Verharmlosung und ein Schlag ins Gesicht einer jeden Frau, die von ihrem Partner, ihrem deutschen Nachbarn oder sonst irgendwem vergewaltigt worden ist, dass Sie hier einseitig nur die Gewalt von Flüchtlingen zum Thema machen und Geiseln. Und deshalb sagen wir als Union ganz klar Nein zu jeder Form von Gewalt und sexueller Belästigung der Frauen. Und deshalb, liebe Kollegen der AfD, wenn Sie wirklich für Gleichberechtigung und Wahlfreiheit und für Frauenrechte kämpfen wollen, dann machen Sie Schluss mit dieser üblen Polemik. Setzen Sie sich mal wirklich für Frauenrechte ein und überdenken Sie mal Ihr eigenes Frauen- und Familienbild. Was mit solchen Debatten wie heute machen Sie sich nur eins, nämlich lächerlich. Es gab eben den Wunsch nach Zwischenbemerkungen oder Zwischenfragen. Das ist den Kolleginnen und Kollegen von der AfD vielleicht noch nicht geläufig, aber in aktuellen Stunden sind Zwischenfragen nicht zulässig. Wir wollen den schnellen Wechsel der Redner und die lebendige Debatte. Das ist der Grund dafür. Deshalb habe ich diese Zwischenfragen auch nicht zugelassen. Als nächste Rednerin hat das Wort Josephine Ortlieb, die